Freche Fragen an Pflegekräfte. Kann man in dem Beruf abschalten? Ist relativ schwierig. Es gibt halt Tage, da nehme ich alles mit nach Hause, da schlafe ich auch schlecht. Wiederum sind halt auch Tage, wo man halt einfach so kaputt ist, wo man halt weiß, dass es einfach so ist. Ah ja, das geht eigentlich ganz gut, weil ich habe Haus und Garten und der Garten hilft mir ganz viel. Dann habe ich Tiere, also 2 Katzen und einen Hund und ja, auch einen ganz lieben Mann. Also von daher funktioniert das schon ganz gut. Ja, kann man. Das hört sich zwar immer schwierig an, aber auch dafür findet man seine Zeit zum Abschalten. Ja, definitiv. Auch wenn man jemanden an seiner Seite hat, mit dem man über alles reden kann und der ihm auch zuhört. Natürlich. Muss man auch lernen und da findet jeder seinen eigenen Weg, wie man das macht. Ich habe auch, dass ich auf dem Weg nach Hause alles Revue passieren lasse, mit meiner Frau mal kurz reden kann und dann ist das Thema gegessen. Ja. Ja, ich kann abschalten. Also vielleicht ist es manchmal so, dass man mal so 1-2 Gedanken nach Feierabend nach Hause trägt oder auch im späteren Zeitpunkt sich nochmal darüber unterhält, aber grundsätzlich muss man ein bisschen die Distanz wahren, um sich auch selber zu schützen.